Herzlich willkommen bei den Whisky Shots. Ich bin's wieder, euer Marco. Heute habe ich euch eine kleine Granate aus Irland mitgebracht. Einen Vintage Reserve aus dem Hause Teeling, 24 Jahre alt. Ex-Bourbon Cask, Lightly Peated, 49 Volumenprozent. Limitiert auf 162 Flaschen abgefüllt für die. Ah, shit. Ich glaube, es war die Whisky Fair Rhein-Ruhr 2016. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war die Whisky Fair Rhein-Ruhr 2016. Ich gehe mal davon aus, ohne Farbstoff, ohne Kältefiltration. Hier steht noch drauf, Fassnummer 8390. Und damit ihr direkt schockiert seid, Flaschenpreis 279,90 €. Also wir reden hier nicht mehr von dem Fläschchen, was man dienstags abends mal aufmacht, weil, keine Ahnung, der Tag so langweilig war. Ich finde die ja schick, ne, die Karaffen. Aber ich finde, die haben auch einen großen Nachteil. Ich finde, aus denen kann man deutlich schlechter einschenken als aus der normalen Whiskyflasche. Aber bei dem Tröpfchen wollen wir mal nicht geizig sein. Tja, die erste Nase. Die erste Nase ist unglaublich fruchtig. Und kennt ihr das, wenn ihr so ganz frische, zum Beispiel Himbeeren habt und die haben noch so diesen ganz leichten Flaum auf der Außenhaut, dieses ganz leichte, was so ein bisschen stachelig wirkt, aber dann doch zu flaumig ist, um stachelig zu sein. Diese erste Nase erinnert mich irgendwie daran. Es hat zwar überhaupt nichts mit Himbeere zu tun, weil das ist eher Kiwi, was ich in der ersten Nase habe, aber aus irgendeinem Grund habe ich eine Verknüpfung dazu. Was ich aber auch direkt habe, ist diesen klassischen Oldschool-Flair, den man hat. Also dieses Wachsige, dieses ein bisschen wieder in diese Richtung gehen, staubiger Buchrücken, ölig, Oldschool. Die 49 Volumenprozent sind weich und samtig, ganz dezent spürbar. Ich habe es vorhin gesagt, lightly peated soll er sein. Lightly peated habe ich zumindest mal in der ersten Nase gar nicht. Mal schauen, was er sagt, wenn er länger an der Luft gewesen ist. Boah, die Fruchtigkeit ist unfassbar. Ja, der hat Kiwi, der hat Mango, der hat auf jeden Fall ganz viele helle Früchte, Honigmelone. Aber lightly peated? Nee, Rauch oder Torf habe ich gar nicht. Ich glaube, dass ich dem Whisky jetzt zu wenig Zeit gegeben habe. Also ich habe das erste Glas eingeschenkt ungefähr vor einer Viertelstunde, 20 Minuten. Und er ist ja jetzt, wie gesagt, ganz frisch im Glas. Und gerade wenn die Whiskys so alt sind, finde ich immer, dass man denen mehr Zeit geben sollte. Aber ich will probieren. Ja, an der Zunge durchaus pritzelig. Man merkt, dass man Whisky auf der Zunge hat. Ganz schön angriffslustig im ersten Geschmack. Und, oh, sehr überraschend. Ich habe auf der einen Seite habe ich die ganze Kraft der Süße, die ich auch schon in der Nase hatte. Aber da kommt eine leichte Tabaknote mit ins Spiel. Ein bisschen Tabak, ein klein bisschen Leder. Ein klein wenig das Eichenholz, wobei ich finde für 24 Jahre sehr dezent. Wachsig, ölig, unglaublich lange am Gaumen und anschmiegsam. Dafür finde ich persönlich das Finish nach hinten raus ein klein bisschen kurz. Also ich finde, er ist unglaublich präsent im Mund, aber auf der Speiseröhre habe ich ihn jetzt eher nicht so intensiv. Ja, was ist das? Ist das Tabak oder sind das? Ist das irgendein Gewürz, was ich nicht zuordnen kann?
Also auf jeden Fall erstaunlich. Neben dieser extremen Süße, die man am Anfang hat, dieser Öligkeit. Ich nenne es Tabak. Kommt auf einmal dieser Tabak ins Spiel. Außergewöhnlicher Whisky. Nichts für jedermann. Man kann trefflichst über den Preis streiten. Die neuen Iren dieser Generation, sei es das, was von Teeling selbst auf den Markt kommt, sei es was als irgendwelche unabhängigen Geschichten auf den Markt kommen, schaut euch die Sachen teilweise von der Whisky Agency an und so weiter und so weiter. Die sind alle richtig teuer. Aber ich muss gestehen, habe ich mich gefühlt die ersten 15, 16, 17 Jahre für irischen Whisky doch eher so gar nicht interessiert. Ist Irland gerade unglaublich spannend. Die machen richtig schicke, spannende Sachen. Ich kann euch nur empfehlen, es ist noch was drin. Schaut vorbei, probiert gerne selber mal. Richtig geiler Shit. Preislich, naja. Aber mein Gott, Porsche fahren ist auch teuer und soll geil sein. Also von daher, euer Marco von dem Whisky-Schatz.